Die Gamescom steht an und das heißt für alle Besucher mal wieder vor allem eines: Warteschlangen. Am besten weiß man einfach vorher schon, was man sich ansehen will und wo. Und deswegen haben wir einen kleinen Überblick zusammengestellt, welche Publisher welche Spiele mitbringen und was wir ansonsten noch auf der Gamescom erwarten können. Dabei geht natürlich das Derby der Military-Shooter in die nächste Runde. EA hat Battlefield 4 im Gepäck und Activision Call of Duty Ghosts. Beide Titel sind anspielbar und erfahrungsgemäß dürften hier die Schlangen epische Ausmaße erreichen. Mit ähnlichen Anstehfristen dürfte man bei dem zweiten großen Duell der Messe rechnen, denn sowohl die Xbox One als auch die PS4 sollen für Testzocker bereitstehen. Und das mit Titeln wie Forza 5 und Rise bei Microsoft und Drive Club, Knack und Infamous Second Son bei Sony. Weitere Highlights, bei denen man sich früh einen Platz in der Schlange sichern sollte, sind Assassin's Creed 4 Black Flag oder Elder Scrolls Online, die ebenfalls für eine Hands-on-Gelegenheit mitgebracht werden. Wer allerdings auf einen weiteren heiß erwarteten Titel gehofft hat, Rockstar Games werden wohl nicht in der öffentlichen Area präsent sein. Sollten sie aber im Business-Bereich etwas Neues zu GTA 5 präsentieren, werdet ihr es natürlich so zeitnah wie möglich auf unseren Seiten finden. Selbstverständlich haben die Publisher dabei nicht nur das jeweilige wichtigste Flaggschiff dabei, sondern in der Regel gleich eine ganze Palette an Titeln für Präsentation oder Anspielstation. Electronic Arts in Halle 6, diesmal sind nicht alle der großen Player in derselben Halle zusammengepfercht, hat auch FIFA 14, Need for Speed Rivals, Command & Conquer und die Sims im Angebot für Antester. Außerdem könnt ihr bei Titanfall, dem auf der E3 enthüllten Shooter, der vertraute Action mit Jetpacks und Mechs kombiniert, ebenfalls die Hand anlegen. Wozu wir uns neue Informationen erhoffen können, ist obendrein Mirror's Edge 2, zu dem bisher wenig bekannt ist, außer dass es kommen wird, und zu Star Wars Battlefront, bei dem die Lage ziemlich identisch aussieht. Bei Activision in Halle 7 wird auch der MMO-Shooter Destiny der Halo-Macher von Bungie anzockbar sein, während die Kollegen von Blizzard neben den üblichen Anspielstationen für World of Warcraft diesmal Diablo 3 für Konsolen und Hearthstone im Gepäck haben, auch wenn ersteres schon ausführlich auf anderen Messen antestbar war. Wie üblich bei Blizzard gibt es aber auch ordentlich Show drumherum, unter anderem mit Live-Musik aus den Soundtracks von WoW und Diablo und einem Kostümwettbewerb, bei dem wir vermutlich wieder ausgesprochen beeindruckendes Cosplay erwarten können. Ubisoft in Halle 6 schickt zu Assassin's Creed noch Splinter Cell Blacklist ins Rennen und das auf der E3 enthüllte Teamrennspiel The Crew, sowie alles, was derzeit bei Might & Magic in der Pipeline steckt, wie Tan Legacy, Heroes Online und Duel of Champions. Der humoristische Mix aus Dungeonbau und Action-Rollenspiel The Mighty Quest for Epic Loot wird allerdings auch dabei sein, ebenso wie der Traditionsplattformer Rayman mit Legends. Watch Dogs steht ebenfalls auf dem Plan. Allerdings wird hier nur die App in die Hände von Besuchern gegeben. Zum eigentlichen Titel wird es aller Voraussicht nach höchstens neues Material in Vorführungen geben. Neben Elder Scrolls Online bringt Bethesda spielbar auch noch Wolfenstein The New Order mit. Der Horrortitel The Evil Within von Kultdesigner Shinji Mikami hingegen wird erneut nur präsentiert werden. Selber gruseln kann man sich noch nicht. Bei Square Enix in Halle 9 geht es auf der Gamescom vor allem um Final Fantasy. Sowohl 14 A Realm Reborn als auch Lightning Returns Final Fantasy 13 werden anspielbar sein und wer sich von der neuen Grafikqualität überzeugen will, kann auch die HD-Remakes von Final Fantasy 10 und 12 antesten. Zu Final Fantasy 15 wird es aller Voraussicht nach kaum Neues geben. Ähnlich sieht es mit Kingdom Hearts aus, bei dem Teil 3 vermutlich auch nur als Trailer über die Leinwände geistern wird, während das HD-Remake von 1.5 anzockbar sein wird. Der einzige weitere anspielbare Titel im Square Enix-Programm ist Deus Ex The Fall in der Android-Version. Wir rechnen hier aber nicht gerade mit monströsen Schlangen. Was nur in Präsentationen gezeigt wird, wozu es aber neue Infos geben könnte, ist das neue Thief und der Mystery-Krimi Murdered Soul Suspect. Bei Nintendo in Halle 9 wird eine ganze Reihe Titel für die Wii U anspielbar sein. Pikmin 3 ist dabei, aber auch das neue Donkey Kong Country, Tropical Freeze und Mario Kart 8. Für den 3DS sind Pokémon X und Y sowie The Legend of Zelda A Link Between Worlds anzockbar. Eine ganze Reihe anderer Titel werden in Präsentationen gezeigt, darunter unter anderem Sonic Lost World und das schräge Japan-Superheldenspiel The Wonderful 101 für die Wii U. 2K Games hat, während das hier eingesprochen wird, noch kein Line-Up bekannt gegeben, aber mit aller Wahrscheinlichkeit wird in Halle 6 The Bureau XCOM Declassified anspielbar sein, da der Titel während der Messe auch auf den Markt kommt. Außerdem kann auch World of Warplanes bei Wargaming in Halle 8 angespielt werden, nebenan das RuneWaker MMO Dragon's Prophet bei Infernum und X-Rebirth bei Deep Silver in Halle 9. Da findet sich auch Bohemia Interactive mit Arma 3 und einer spielbaren Version der DayZ Standalone Alpha. Und auch wenn dieses Jahr die E3 schon eine ganze Reihe Neuankündigungen brachte, so können wir doch trotzdem auf ein paar Enthüllungen im Rahmen der Gamescom hoffen.
So sollen neue Exklusivtitel für die PS4 von Sony bekannt gegeben werden und auch noch ein weiterer Titel aus der XCOM-Reihe wird angeblich enthüllt. Auch von Valve soll es etwas Neues geben, das von EA präsentiert wird und Fans hoffen natürlich auf ein Half-Life 3. Etwas handfester sind da die Schnipsel, die Blizzard vorab gestreut hat. Ob sich hinter dem frisch auf der offiziellen Seite aufgetauchten Titel Reaper of Souls ein Diablo 3 Add-on verbirgt? Wir halten es durchaus für wahrscheinlich. Über alle weiteren Neuigkeiten und Änderungen zu den Lineups für die Gamescom werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten.